Die zunehmende Bevölkerungszahl und kurzsichtigen Planungen bescherten der Ansiedlung etliche Probleme. Bauern rodeten den Dschungel, um die fruchtbaren Flussufer für den Anbau zu nutzen, was bei den ersten starken Regenfällen zu verheerenden Überflutungen führte. Die Jäger erlegten zu viel Wild und mussten deshalb immer weitere Wege in Kauf nehmen, um Fleisch zu beschaffen. Verschiedene Gruppen, die über die Kontrolle über die Ansiedlung stritten, führten oft heftige Debatten darüber, wie diese Probleme am besten zu lösen wären. Das war bestimmt mal eine beeindruckende Waffe. Sie muss unglaublich oft benutzt worden sein, um sich in einem solchen Zustand zu befinden. Und wenn die Blutflecken Rückschlüsse zulassen, war es auch so. Alles klar. Dadurch. Da wir nichts von Lopez gehört hatten, begannen einige unserer Anführer an ihm zu zweifeln. Unsere Gruppe wurde nach Süden geschickt, um der Sache nachzugehen. Nachdem wir nicht wussten, ob die Bewohner der Stadt Lopez bei seiner Ankunft getötet hatten, schickten wir die Einheimischen vor. Sie kehrten mit Berichten über die in der Stadt wütende Krankheit zurück. Ein Umstand, den wir zu unserem Vorteil nutzen werden. Das hier zeigt offenbar Unuratu, die eine aufständische Gruppe anführt. Im Hintergrund ist eine fast vollständige Sonnenfinsternis zu sehen. Oh, stinkt das. Das muss der Ort sein, den Ätzli meinte. Ruhig, Lara, ganz ruhig. Keine Hektik.
schaffst es. Ich habe wohl keine Wahl. Ist das einer der Rebellen? Es gibt irgendwo einen Zugang. Eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich bin auf der richtigen Spur. Ja, dadurch. Der Geruch wird immer stärker. Lara, wie läuft's? Jonah, hier ist noch eine Schlange mit einem silbernen Auge. Ich muss dicht dran sein. Ich rede mit Uchu über Tattoos. Über Tattoos? Ja, du hast doch Honoratus gesehen, oder? Es zeigt eine Reihe und eine Eklipse. Das könnte mit der Schatulle zusammenhängen. Glaube ich nicht. Unuratu ist die rechtmäßige Königin von Paititi. Ihre Familie wurde durch den Kult von Kukulkan von der Macht verdrängt, nachdem eine Hungersnot beinahe die gesamte Stadt ausgelöscht hatte. Ihr Ehemann Sairi starb, als er in der Umgebung von Paititi auf der Jagd nach Nahrung war. Sairis Bruder Amaru, oder Dr. Dominguez, fühlte sich verantwortlich und übernahm die Kontrolle über die Stadt, wobei er auf Ressourcen von Trinity zurückgriff, um die Paitizianer bis zum Ende der Hungersnot zu ernähren. Obwohl Amaru die Stadt also gerettet hatte, herrscht der Kult nun in seiner Abwesenheit mit Arroganz und Einschüchterung. Unuratu und ihre Rebellen kämpfen für die Befreiung der Stadt aus den Klauen des Kults von Kukulkan und die Wiedereinsetzung ihres früheren Herrschergeschlechts. Unuratu wuchs in dem Glauben auf, dass ihre Familie dazu bestimmt ist, das Ritual der Schatulle von Ixchel durchzuführen und die Sonne für das nächste Zeitalter wiederherzustellen. Sieht aus, als wär's der einzige Weg, okay? Die Barriere muss verbrennen. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Es ist zu feucht. Ich brauche Brandbeschleuniger. Eine einsame Gestalt, die sich in einem Zustand innerer Ruhe zu befinden scheint, als würde sie auf etwas warten. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Irgendwie muss ich die Barriere niederbrennen. Voller Öl und Blut.
Die Barriere ist unten. Ich muss weitergehen. So eine Art Aderlasskammer? Eine Barriere. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Verdammt, es fließt zur falschen Stelle. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen. Es müssen hunderte Opfer nötig gewesen sein, um diese Kanäle mit Blut zu füllen. Zu schwer. Ich brauche mehr Drehmoment. Irgendwie muss ich das zweite Rad drehen.
Die Spuren ausrichten. Und jetzt zur Schatulle. Noch fehlt. Hier ist der kleine Rebellenprinz. Esli! Da drüben, schnapp sie! Oh, Ah!
Lara. Falls möglich, geh zurück. Ucho muss dich etwas fragen. Ein Gefallen, glaube ich. Okay. Ich komme zurück, so schnell ich kann. Da war mehr Open World. Einige. Das ist spannend. Das ist ein traditioneller Fußpflug, der in den Anden auch heute noch verwendet wird, selbst außerhalb Paititis. Manchmal sind die einfachsten Methoden immer noch die besten. Die neuen Anbaumethoden des Kultes von Kukulkan haben zur Vernichtung weiterer Pflanzen geführt. Zuerst starben die Bienen, dann fiel die Kakaoernte aus. Der Boden ist so schwer geschädigt, dass auf ihm nur noch Mais wächst. Und selbst diese Pflanzen sind kaum lebensfähig. Wenn wir nichts unternehmen, droht Paititi eine schreckliche Hungersnot. Unuratu ist bestimmt besorgt wegen Ezli. Ich muss ihr sagen, dass er gefangen ist. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Unuratu! Sie haben Ezli gefangen. Ich weiß. Sie halten ihn in der Kaserne fest. Wir überlegen, wie wir ihn befreien. Ich wollte ihn holen. Es tut mir leid. Er ist ein Krieger. Was ist das? Oh. Das ist ein Schlüssel. Sieht aus, als würde er zum Bergtempel gehören. Direkt daneben halten sie Ezli gefangen. Gibt es etwa eine Verbindung zwischen der Schatulle und der Kaserne? Besetzt der Kult deswegen den Tempel? Er ist schwer bewacht. Wenn wir dort rein wollen, müssen wir unauffällig und leise sein. Gibt es einen Hintereingang? Es gab einen neben der Salzmine, aber der wird lange nicht mehr genutzt. Das ist sehr gefährlich. Ich bin mir sicher, das schaffe ich. Mag sein. Die Opfergrube hast du auch überlebt. Ich war seit meiner Kindheit nicht mehr dort. Aber soweit ich mich erinnere, liegt die Kaserne hinter einem inneren Schutzwall. Wenn ich durch den Hintereingang reinkomme, kann ich den Weg freimachen und euch einlassen. Erst befreien wir Ezli, dann suchen wir die Schatulle.
Ich rette meinen Sohn und du holst die Schatulle. Nicht aufzufallen. Schauen wir mal. Ist er wahrscheinlich da. Aber klar. Jonah, die Mine muss hier irgendwo sein. Ucho sagt, sie liegt am Fuß des Berges. Er hat einen Rebellen geschickt, um sie zu öffnen. Danke. Diese zeremoniellen Keramikgefäße werden zur Lagerung von Maisbier oder Chicha genutzt. Der Boden dieser Urpu läuft normalerweise spitz zu, um die Umfüllung in kleinere Ausschankbehälter zu erleichtern. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Endlich da. Ich bin drin. Honorato ist eben mit Hakan aufgebrochen. Sie ist bereit, sobald du das Tor öffnest. Kill kulturas patere, ma vas que tu!
auf der richtigen Spur. Vorsicht. Deshipalchuko so onkuautan takbelama. Maukatuyal tuskutati kuba lekushulmakobo. Waxakholale nonoh. Vale mishbalu belal. Hier bin ich wohl richtig. Da ist das Tor, das ich öffnen muss. Kena, achiwei kenta, titu. Milawa quality kuahtoskia se chikwei tonali. Was? Versuchen wir noch so. Manach talesh tim wignal, main satantesh abelik awichesh. Matun kustal javachki no. Fuck. Kika wacht tak tu pikan il khabob. Müssen einsteigen, ein sterben. Rockets, du ruhig kubeta lingwiliketch. Bin hundul in laxilon. Ketzele nuku il batel ilo in lakeetch. Ila wichesh. Wacht tak kabach. Ja, tabak, tabak. Matunu stalta armas kuhunu chulle kenin kastech. Stop.
alle gewesen sein, glaube ich. Oder wenn überhaupt. Oh, einer lebt noch. Noch einer. Jetzt muss ich dieses Tor öffnen. Dafür habe ich nicht genug Platz. Der Tormechanismus könnte auf der Mauer dort sein. Gold einpacken. Was ist sie? Tuni Schokol! Kalampil! Ich schlug nur einen Bogen aus. Mutter! Uto! Bring ihn weg von hier! Gut, sie haben ihn befreit, aber sie haben Onuratu. Oh nein, bist du okay? Ja, ich hol die Schatulle. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Tu, was du tun musst. Danke. Wow. Das Auge der Schlange, was ist das? Nicht schön hier. Keine. Ha!
gegen so eine Racke drauf. Nee, ich blick oder so. Das wird geil. Oh, den doch der Dio sollte sich haben. Sieht aus, als wär's der einzige Weg, okay? So, ja, ich muss das kaufen. Mir ist gar nichts. Hoffentlich ist Unuratu okay. Was wird Dominguez mit ihr machen? Hoffentlich lässt er sie leben, solange er die Schatulle braucht. Hoffentlich ist sie okay. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. 29. November 1603. Lopez fragte mich beim Abendessen, ob diese Heiden meiner Meinung nach der vermeintlichen Macht des Artefakts würdig seien. Ich musste zugeben, dass die Paitizianer zwar einen aufrechten, strebsamen Eindruck machen, angesichts ihrer über kräftige Muskeln gespannten, straffen Haut und ihres Mangels an Schamgefühl, aber doch eher Tieren gleichen. Und was ist mit den Oberhäuptern unserer Gesellschaft? Fragte er weiter. Sollten sie einfach mit ihren parfümierten, beringten Fingern wedeln können und erwarten, dass wir gehorchen? Dass wir zurückkehren und uns neben sie setzen, wenn sie uns rufen? Behandeln sie uns nicht auch wie minderwertige Wesen, wie Tiere? Darauf hatte ich keine Antwort. Was er gesagt hatte, war Ketzerei und Verrat. Und doch fragte ich mich, ob es nicht in gewisser Weise die Wahrheit war. Ja, sicher ist das die Wahrheit. Was sonst? Was für eine Drohung. Von wem sind die?
weder Maya noch Inka. Inka sage ich, oder Inka oder Inka oder Sie. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Welche Worte stimmen? Es ist tot. Ein weiteres Beispiel für die Sinnkrise verschiedener Glaubensrichtungen. Die Person am Kreuz ist nicht Jesus Christus, sondern Kukulkan. Ich schätze, man könnte eine Parallele zwischen ihnen ziehen. Die detaillierten Gravuren auf diesem Helm und sein ungewöhnlich guter Zustand könnten bedeuten, dass er eher zur Zierde als zum Schutz im Kampf getragen wurde. Vielleicht wollte Lopez damit seine eigene Wichtigkeit signalisieren. Das denkt sich alles so wenig unter Wasser. Sie brachten ein heiliges Objekt zu dem Tempel. Die Schatulle von X-Chel. Was war das? Das ist ein Loot, könnte das sein.
einen Jumpscare eingebaut, wenn ich Squeenix im Radius wäre, wo es raufkommt. Dass da irgendein Typ dich wieder runterdrückt oder so, das wäre voll geil. Sicher, du weißt ja nicht, wie lange du schwimmst und tropfst. Dezember 1603. Wir betraten einen Cenote unweit der Stadt und schlugen in einer kleinen Nische unser Lager auf. Lopez hat sein Essen nicht angerührt und verbringt den Abend damit, wie gebannt in die Flammen zu blicken. Ich habe zweimal versucht, ein Gespräch zu beginnen, stieß jedoch beide Male nur auf Schweigen. Er ist so auf das Artefakt fixiert, dass ich mich, wäre ich ein abergläubischer Mann, fragen würde, ob es womöglich direkt zu ihm spricht. Die Soldaten bleiben ebenfalls unter sich. Sie scheinen sich nach einem Kampf zu sehnen. Einer ihrer Hunde hat mich den ganzen Abend angestarrt, als wäre ich seine nächste Mahlzeit. Glaube ich, oder? Alles nicht scheiße.
aus. Hier muss eine gewaltige Schlacht getobt haben. Ich muss die Barrikade überwinden. Die Barrikade überwinden. Ich muss die Barrikade überwinden. Ja. Diese Höhle. Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen.
Das Falconett ist in Stellung. Ich muss zum Bug gelangen. Mist, er rührt sich nicht. Der Baum muss frei sein. Ich muss zu der Kiste. Muss frei sein. Yes. Das ist überhüpft. Scharf zum Schauen drauf. Alter Verwalter. Eins rauf. Ausrichten.
Oh, oh. Oh, war das schon nicht. So nicht. Ich muss hier alles nicht fest, habe ich mir gedacht, aber... Nach dem Baum aus, oder? Was ist das hier? Ausrichten. Die Rahe am Besanmast erreichen. Okay. Also ist schon krebsig, wirklich. Oh. Unterschätzt. An diesem verfluchten Ort wimmelte es von Monstern, die über uns herfielen. Wir konnten sie zurückschlagen und die überlebenden Männer schafften alles Wertvolle, das wir finden konnten, aufs Schiff. Aber der Kampf muss die Höhle geschwächt haben. Sie stürzte ein, als wir sie verlassen wollten. Ich kann sie selbst jetzt noch da draußen hören, wie sie versuchen, sich durch die Trümmer zu graben. Das Schiff zu verlassen. Ich habe gedacht, die größte Kugel ist ein Brand oder so. Kleidungsstück, ne? Ich weiß gar nicht, ob ich das halten kann. Okay. Soll ich da wirklich runter? Oder wie? Ja. Aber eine geile Location ist ein Schiff. Kann man lassen. Ach,
kurze Waffe zu